Noch in der Nacht ist er zurückgerudert. Vor Journalisten hat US-Präsident Trump gewissermaßen sich selbst wieder eingefangen, hat gesagt, natürlich wolle auch er eine Wahl und er wolle keine Verschiebung. Das hat ein paar Stunden zuvor via Twitter dann doch noch anders geklungen. Aber die Reaktion auch aus der eigenen Partei auf seine Überlegung, die Präsidentschaftswahl Anfang November vielleicht zu verschieben, waren dann doch sehr eindeutig. Mal ganz abgesehen davon, dass der Präsident es auch nicht alleine entscheiden kann. Max Seib berichtet. Donald Trump ist Gegenwind gewohnt. Doch selten hat einer seiner Ideen für so breite Kritik über alle Lager hinweg gesorgt, wie die Idee, die US-Wahl im November zu verschieben. Am Abend fing der US-Präsident seinen Vorstoß dann ein Stück weit wieder ein. I don't want to delay. Ich will keine Verschiebung, ich will die Wahl. Aber ich möchte auch keine 3 Monate warten müssen und dann hören, dass die ganzen Wahlzettel verschwunden sind und die Wahl nichtig war. Immer wieder hat Trump Briefwahlen kritisiert. Wähler seien nicht klar identifizierbar, das Ausland könne die Wahl leicht beeinflussen. Belege hat er dafür nicht. Obwohl Experten Briefwahlen für sicher halten, ist Kritik an ihnen in der Republikanischen Partei sehr verbreitet. Doch dafür das erste Mal in der US-Geschichte eine Wahl verschieben, auch für prominente Parteifreunde Trumps keine Option. Unter keinen Umständen sollten wir unsere Wahl an einem anderen Tag abhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahl tatsächlich verschoben wird, sehr gering, denn der Wahltermin ist im Bundesgesetz verankert. Geändert werden könnte er nur vom Kongress, dort haben im Repräsentantenhaus aber die Demokraten die Mehrheit. Das weiß auch Trump, sein Kalkül wohl ein anderes, denn sein Gedankenexperiment zur Wahlverschiebung kam nur kurz nach den neuesten Wirtschaftszahlen. Und die sind so stark eingebrochen wie noch nie zuvor in der US-Geschichte. Also der Präsident lenkt von seiner problematischen Bilanz ab. Wirtschaftliche Prosperität, hohe Aktienwerte und geringe Arbeitslosigkeit, all das ist im Kontext von Corona zerflossen. Die Folge: desaströse Beliebtheitswerte. In vielen Umfragen liegt Trump 10 bis 15% hinter seinem Gegner Joe Biden. Einen weiteren Tiefschlag gab es nun von dessen ehemaligen Boss. Ex-Präsident Obama kritisierte seinen Nachfolger bei der Trauerfeier des Bürgerrechtlers John Lewis ungewöhnlich scharf. There are those in power. Diejenigen an der Macht tun ihr Möglichstes, um die Menschen vom Wählen abzuhalten, indem sie Wahllokale schließen, Minderheiten und Studenten versuchen, durch Gesetze auszuschließen und unser Wahlrecht mit chirurgischer Präzision angreifen. Selbst wenn dieser Angriff doch erfolgreich sein sollte, im Amt halten könnte Trump sich damit nicht. Seine Präsidentschaft endet laut Verfassung am 20. Januar. Es sei denn, er wird vorher wiedergewählt. Da passiert gerade einiges in den USA. Wir wollen das noch mal einordnen mit dem Historiker Professor Sebastian Jobs vom John F. Kennedy Institut hier in Berlin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Ohm. Herr Professor Jobs, wie ordnen Sie das ein, was da passiert ist? Erst die Überlegung via Twitter, dann wieder das Zurückrudern. Was bleibt davon und was macht das mit der Öffentlichkeit? Na, das ist ja ein Rezept von Donald Trump, was wir eigentlich schon kennen. Diese kalkulierte Irritation, die Unruhe stiften soll und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll und damit ablenken soll von den schlechten Nachrichten, die ja auch in ihrem Beitrag schon angekündigt waren. Und gleichzeitig verbindet sich natürlich das mit etwas, was Donald Trump schon eingeführt hat. Damals 2016 als Präsidentschaftskandidat hat er schon in Frage gestellt, ob er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl überhaupt anerkennen werde, falls er verlieren sollte. Hat er kürzlich ja auch wieder in einem Interview mit Fox News so gesagt. Und er verbreitet beständig auch immer wieder Verschwörungstheorien, nicht nur über die Gültigkeit von Briefwahl, sondern eben auch, wenn wir daran denken, dass er sagt, die 3 Millionen Stimmen, die Hillary Clinton mehr bekommen hat, könnten ja eigentlich nur auf Wahlfälschung beruhen, obwohl diese Theorien natürlich nie irgendwo bewiesen werden konnten. Jetzt hat es ja schon wirklich extreme Zeiten für die USA gegeben, Kriege, Bürgerkriege und nie hat man die Wahlen verschoben. Jetzt haben wir aber eine Pandemie, ein nicht sichtbares Virus, bei dem sich Tausende anstecken könnten, wenn sie in Schlange stehen, um zu wählen. Wäre das denn nicht ein Grund, mit dem man sagen kann, ja, und aus gesundheitlichen Gründen verschieben wir? Das sind sicherlich schon außergewöhnliche Umstände, die wir sehen mit Corona und der Covid-19-Pandemie. Gleichzeitig, Sie haben es schon angesprochen, Sie haben es schon erwähnt, wenn man an den Bürgerkrieg denkt, wo das Land gespalten war, da haben die Wahlen regulär stattgefunden. Oder der Zweite Weltkrieg 1944 haben die Wahlen ganz regulär stattgefunden. Das ist dann schon erstaunlich, dass unter diesen Umständen jetzt die
Funktionstüchtigkeit des Wahlsystems vom Präsidenten, vom Kopf der Exekutive so in Frage gestellt wird. Gleichzeitig ist es wie so oft, wenn Donald Trump etwas sagt, gibt es natürlich ein Stückchen Realität darin, wenn Sie bedenken, dass alle Bundesstaaten verschiedene Wahlgesetze haben. Und wir haben das in den Vorwahlen gesehen, es nicht ganz klar ist, ob alle Bundesstaaten wirklich gut darauf vorbereitet sind, unter diesen Bedingungen Wahlen durchzuführen. Könnte man schon zumindest strukturell ein Fragezeichen daran machen, ob wirklich die Vereinigten Staaten fit sind für diese Wahlen im November? Nichtsdestotrotz, die Gründerväter der Vereinigten Staaten haben sehr, sehr hohe Hürden gebaut. Warum? Was hat sie geleitet? Ja, wie die gesamte Verfassung der Vereinigten Staaten dieses sogenannte Checks and Balances, also die Gewaltenteilung, ganz hoch hält, ist es auch an dieser Stelle ganz wichtig, dass der Präsident eben nicht als Alleinherrscher etwas bestimmen kann, sondern der Kongress an der Stelle ganz stark und eng involviert ist. Aber die Gesetze, über die wir jetzt sprechen, dass zum Beispiel immer am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November gewählt wird, die gehen auf die Erweiterung des Wahlrechts in den 1840er Jahren zurück, wo es eben genau darum geht, dass so viele Menschen wie möglich, und das hieß zu dieser Zeit weiße Männer, mitwählen können und teilhaben können an diesen demokratischen Institutionen und an den Wahlen. Und daran gilt es eben festzuhalten. Und das ist der historische Hintergrund dafür, warum das so schwer ist, das zu ändern. Wir haben gestern in der Trauerrede von Barack Obama den Vorwurf gehört, der ja auch vielfach geäußert wird, man würde versuchen, am Wahlrecht rumzuschneiden, um eben den Minderheiten den Zugang zur Wahl zu verwehren. Was ist da dran und wer kann was dagegen unternehmen? Wie ich gerade schon erwähnt habe, die Durchführung der Wahl, selbst bei bundesweiten Wahlen, liegt immer in der Hand der Bundesstaaten. Und was wir seit ungefähr 10, 15 Jahren sehen, ist, dass vor allem republikanisch dominierte Bundesstaaten entweder durch den Zuschnitt der Wahlbezirke oder durch das Aufbauen von Hürden in den Wahlgesetzen versuchen, Wählerinnen und Wähler, von denen sie denken, dass sie eher demokratisch wählen werden, von den Wahlen fernzuhalten. Also das ist ein Hintergrund, der demokratietheoretisch wirklich bedenklich ist und der wirklich schwierig ist. Also insofern ist Donald Trump da keine Besonderheit, sondern steht da auch in gewisser Weise in der Tradition seiner Partei. Herr Professor Jobst, besten Dank für all diese Erläuterungen. Ihnen ein schönes Wochenende. Danke Ihnen auch. Dankeschön.